Lederscheide oder keine Gescheide, was ist die bessere Wahl? Wir wollen uns in dem Video anschauen, wo die Vor- und Nachteile liegen. Und ich brauche auch deine Hilfe, denn es geht um das reine Rossmann Bushcraft Messer und da habe ich eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du mir da helfen willst und gleichzeitig was lernen, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der reine Rossmann vom Survival Shop Polinsk und schön, dass du dabei bist. Ja, schauen wir es uns gleich einmal an. Leder oder Kydex. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, das musst du mir bitte verzeihen. Ich kuriere mich gerade nach einem Infekt aus, habe Trainings absagen müssen oder Vertretungen schicken müssen. Die ganzen Videos der Vergangenheit, die sind auch schon Wochen alt. Also ja, aber es geht mir schon besser und das ist jetzt das erste Video seit langem. Und ich brauche auch deine Hilfe, nämlich was soll ich tun, Kydex oder Leder? Ganz kurz. Eine Kydex-Scheide für so ein Messer hat einen ganz einen klaren Vorteil. Und zwar das Messer, wenn du jetzt arbeiten willst, klack, 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 arbeiten, reinstecken und das nächste Mal wieder rausnehmen, klack, 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 einer rastet ein. Es fällt, wenn die Kydex-Scheide natürlich gut gemacht ist, nicht von allein wieder raus. Das geht relativ rasch. Du kannst es durch dieses Tech-Lock-System oder was auch immer du hier verwendest, ja, rasch irgendwo drauf bauen. Du kannst den Winkel einstellen, oben, unten, hin und her, super. Es ist einfach gemacht, man kann sich selber herstellen. Lederscheide kann man sich auch selber herstellen, aber dazu komme ich noch. Es ist pflegeleicht, es ist wirklich pflegeleicht. Also das kann im Nassen liegen, das ist alles vollkommen egal. Das finde ich sehr praktisch. Man kann es abwaschen. Ja? Das heißt, wenn da mal Schmutz reingekommen ist oder irgendwas anderes Grausliches, dann kann man das auch schön heiß abwaschen. Also auskochen nicht, aber wirklich schön heiß. Ich habe schon mal eine Lederscheide, eine Kydex-Scheide, ausgekocht. Das war kein gutes Ergebnis, aber man kann sie schön waschen. Also alles gut, alles schön, wunderbar. So, Kydex hat seine Vorteile, hat seine Berechtigung, ist cool, ist wunderbar. Aber es ist halt ein Plastik drum und das sind auch schon gleich die Nachteile. Was die biologische Abbaubarkeit im Zusammenhang mit Leder ist es sicher viel, viel schlechter. Was die Herstellung betrifft, ich bin mir sicher, dass das Leder auch nicht so umweltfreundlich hergestellt wird und was da alles so entsteht an Dingen, das will ich jetzt gar nicht, gegeneinander stehen, das kann ich nicht, da bin ich nicht Experte genug. Aber das ist ein Nachteil. Und der nächste Nachteil ist auch, wenn das Ding einmal kaputt ist, dann kannst du nichts mehr reparieren. Wenn es gebrochen ist, ja, ein einziges Mal habe ich so etwas gesehen, nicht bei meiner eigenen Scheide, sondern bei einem Kollegen, dann kannst du sie nehmen und den Mistkübel werfen, während man bei Leder noch immer ein bisschen herumarbeiten kann. Es ist so. Und ein weiterer Nachteil, das ist mir selber schon passiert, arbeiten mit dem Messer, Winter, negative Temperaturen, hier Wasser drauf, reingeben, sitzt schön fest, kriegst nicht mehr raus, angefroren. Muss man dann wieder irgendwo unter die Jacke oder irgendwas reingeben oder beim Feuer, damit man es wieder rauskriegt. Unglaublich, aber wahr. Und natürlich auch, nicht bei jedem Material eignet sich die Kydex-Scheide, weil durch das Rein und Raus, weil das sitzt doch relativ rasch, wenn man da jetzt solche Kunststoffteile hat, mit der Zeit arbeitet sich das ab. Das ist wirklich ein echter Nachteil. So, so schaut es aus im Steckenhaus. Das für Kydex. Leder hat viele Nachteile, aber es hat einen riesen Vorteil. Es ist einfach von der Haptik, von der Optik, vom Gefühl her einfach viel was Cooleres, muss ich einfach sagen. Ich sehe das auch so. Es ist einfach schöner. Wobei, das liegt natürlich im Auge des Betrachters, das liegt an dir, was dir mehr gefällt, aber ich finde das schön. Von der Funktionalität her, es ist auch leichter. Man kann es reparieren, wenn irgendwo was ausreißt oder man mit der Zeit da unten durchsticht oder man ein bisschen herumbauen will. Man kann es sich auch selber bauen. Da gibt es ein eigenes Lederbuch, das wir bald rausgeben werden, wo man zum Beispiel auch Messerscheiden zeigt, wie man Messerscheiden herbaut. Aber das ist gar nicht der Punkt. Das kann man alles tun. Trageweise, normalerweise so, ne? Kann man aber auch so machen. Ja? Auch dazu. Also das ist nicht, vielleicht den Winkel kann ich nicht so genau einstellen. Ich kann es nicht auf das Molle so einfach draufgeben. Aber ja. Und das nächste ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich zieh das jetzt raus und stecke dann wieder rein, dann ist es nicht automatisch gesichert. Jetzt, diese Scheide ist relativ neu, sitzt das noch, aber mit der Zeit fallen die Dinger dann raus. Es hat nicht dieselbe Fixierung des Messers wie bei einem Kydex. Das ist so. Jetzt kannst du sagen, das stimmt ja nicht, aber da gibt es ja was mit einem Klapperl. Habe ich auch alles liegen. Ja, habe es jetzt nicht mitgebracht. Ja, habe ich gerade übrigens was von, im Test von Kaba, da ist das auch so.
Aber da muss ich was drücken, da muss ich was drüber geben. Und das ist halt für manche Leute, wie auch für mich, solche ungeduldigen Leute, einfach fürchterlich. Ich kann auch nur sagen, es ist fürchterlich. Also mir ist das echt recht, wenn ich kack, 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 reinstecken und dann weiß ich, das sitzt, wenn es klack gemacht hat. Und das ist bei Leder ein bisschen anders. Gut. Ich habe noch nie eine Lederscheide ausgekocht, daher kann ich da noch nichts dazu sagen. Aber manche meinen, dass es hygienischer sein soll, habe ich jetzt mehrfach schon gelesen, hygienischer sein soll als Kydex. Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Entschuldigung, ist halt so, dass ich da jetzt irgendwas Blutiges, Grausiges habe und stecke das da rein. Jetzt muss ich kurz eine Pause machen. Husten, husten, ja. Auf jeden Fall ist es so, ich kann mir nicht vorstellen, wenn da das ganze Blut drinnen rinnt und dass das wieder schön reinigbar ist und dass das dann auch nicht irgendwann ins Stinken anfängt. Also mir, ich weiß es nicht, kann ich nichts dazu sagen. Manche werden sagen, der große Vorteil ist, dass, da kann ich einen Denkler drauf geben. Da muss ich sagen, das geht auch bei der Kydex mit einem Adapter, aber das soll es jetzt nicht sein. Also das sind so ganz grob, ich habe sicher nicht alle Punkte, die Unterschiede. So, und jetzt brauche ich da Hilfe, ich brauche wirklich da Hilfe. Das reine Rossmann-Messer kommt. Es kommt sehr bald. Aber ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und zwar, mache ich es mit Leder oder mache ich es mit Kydex? Und jetzt frage ich dich, unabhängig davon, ob dir das Messer taugen wird, weil du weißt noch nicht, wie es ausschaut und ich zeige es auch noch nicht her, noch nicht, solange nicht alles fix und fertig ist. Ich will auch keinen Prototyp oder was herzeigen, sondern erst, wenn ich es wirklich da liegen habe, werde ich es herzeigen. Nämlich die Serienproduktion. Aber was soll ich bestellen? Eine Kydex-Scheide? Alles hochwertig, ja? Also von dem möchte ich gleich mal nicht. Ist klar. Hochwertige Kydex-Scheide oder hochwertige Lederscheide? Schreib mal einen Kommentar. Was würdest du tun? Oder was würdest du kaufen? Die Lederscheide, das weiß ich jetzt schon, wird ungefähr 12, 13, 14, 15 Euro teurer sein, weil sie einfach in der Produktion mehr kostet. Das hat auch jetzt nicht unbedingt was mit den Stückzahlen. Selbe Stückzahlen, ja, das ist jetzt nicht der Punkt, sondern es ist einfach teurer. Das heißt, auch der Verkaufspreis ist bei der Lederscheide höher. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Schreib mal, und deswegen haben wir gedacht, ich frage einfach einmal raus in die YouTube-Welt. Bei Instagram habe ich übrigens schon gefragt, da gebe ich da unten den Link. Komm auf Instagram, da kannst du mir auch Fragen stellen. Und da habe ich die Frage gestellt, da ist auch schon eine Umfrage im Laufen. Und jetzt auch auf YouTube. Was würdest du tun? Was würdest du kaufen, wenn du denn etwas kaufst? Das ist jetzt keine Kaufzusage. Würdest du eher ein Messer mit Lederscheide kaufen? Oder eher mit Kydex? Schreib mal bitte einen Kommentar. Bitte, 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 bitte. Da würde ich mich irrsinnig freuen drüber, das ist mir eine große Hilfe, sage danke. Daumen nach oben oder nach unten, Link gebe ich dir natürlich auch. Billige Eigenwerbung, waldurlaub.at. Das war's. Schreib mir auch, wenn ich noch was vergessen habe, bei Vor- und Nachteilen zu Leder und zu Kydex, das würde mich freuen. Abo dalassen, da geht's in meinen Shop. An das Video, es hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann. Und gesund bleiben, damit du nicht husten musst. Bis dann und ciao.